Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute steht das neue Update Gran Turismo Sport 1.38 auf dem Programm. Die neuen Fahrzeuge habt ihr ja schon gesehen. Was mich ganz besonders gefreut hat, war, dass der Audi TT 3,2 Liter von dem ersten Modell, den 8N, endlich mit am Start ist, weil ich dieses Auto auch privat fahre und ich liebe dieses Auto. Schön, dass es jetzt mit dabei ist. Ja, was gibt's noch? Es gibt nicht viel. Was haben wir hier? Neuseeland wurde hinzugefügt für Landscapes. Könnt ihr Fotos in Neuseeland machen? Ja, und dann gab es natürlich bei der GT Leech noch ein paar neue Herausforderungen. Und ich glaube, das ist der Porsche, mit dem Stefan Bellof den Rekord auf der Nordschleife gefahren hat. Aber wir werden jetzt mit dem Audi TT 3,2 Liter eine Runde in VR über die Nordschleife brettern, worauf ich mich total freue und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, da sind wir also. Der 3,2 Audi TT Quattro, das Urmodell ist der Audi TT 8N, den ich selber auch fahre, wie gesagt. Der Quattro ist im Vergleich zum 8N 1,8T. Der Name sagt es, also der 3,2 Liter hat keinen Turbo, hat dafür 6 Zylinder statt 4 Zylinder und persönlich gefahren bin ich den noch nicht, deswegen hauen wir den jetzt mal auf die Nordschleife. Natürlich wie immer in VR. Ja, optisch wie bei mir zu Hause. Ja, mit meinem TT bin ich jetzt auch nur über die Grand Prix-Strecke gefahren. Über die Nordschleife habe ich mich noch nicht getraut, weil ich einfach Schiss habe, die Karre zu schrotten. Aber vielleicht können wir es hier ja ein bisschen üben und dann hole ich das irgendwann mal nach. Und dann zeige ich euch das Video auch hier auf dem Kanal, wie ich meine Karre halt in die Leitplanke gehauen habe. Vielleicht gibt es da eine Spendenaktion, da hole ich mir vielleicht irgendwann mal einen neuen. Aber es wäre natürlich schöner, ich würde die Karre heile lassen. Es ist ja allgemein ein bisschen dunkel im Wagen, ich weiß nicht. Was an den Einstellungen liegt. Aber so, das Tacho sieht schon mal sehr authentisch aus, auch die Lufteinlässe. Ja, bei mir in den mittleren Lufteinlässen habe ich halt noch eine Ladedruckanzeige. Das Radio habe ich aufgeklappt. Kann man hier leider nicht öffnen, denke ich. Aber man will ja diese Radioklappe präsentieren. Ja, da ist er schon im Arsch. So, den Dreher haben wir jetzt auch mit drin. Sehr schön. Also ich finde den 3,2 Liter natürlich vom Sound besser. Ist auch Geschmackssache, aber ich bin ein absoluter Turbo-Fan. Ah, das habe ich super abgefangen. Respekt. Respekt an mich selber. Ah, ich weiß, Eigenlob stinkt. Schön mit 7000. Ja, ich hoffe, dass das Turbo-Modell auch noch nachgeliefert wird. Jetzt haben wir schon mal das Modell. Wurde auch absolut Zeit, ich weiß nicht, ob die erst den neueren TT reingeschmissen haben, wahrscheinlich aus Werbezwecken. Aber der alte ist ein Klassiker und ich finde, es ist sowieso der schönste TT. Aber
aber jeder liebt sein eigenes Kind ja am meisten, aber was soll's. Jetzt kein Beleidigen. Das Getriebe ist gleich auch kaputt. Soll ja eh nur die eine Runde halten. Wie gesagt, ich finde es hier ganz schön dunkel. Ich weiß nicht, ob das extra so gemacht haben, dass man... Das Getriebe kann man mit Sicherheit sehr viel kürzer einstellen. Die Temperatur ist ein bisschen hochgegangen. Bei 100 Grad. Aber das liegt wahrscheinlich auch mit meinem Schaltverhalten zusammen. Komm hier komplett durch. Ah, ne. Nee, ist halt kein Formelfahrzeug. Durchs Karussell. Sehr schön. Ja, hier gab es ja am Karfreitag einen sehr schweren Unfall. Sind hier auf Kühlflüssigkeit ins Schleudern gekommen, haben sich mehrfach überschlagen. Der Fahrer ist fast aus dem Auto geflogen, obwohl angeschnallt. Ich weiß gar nicht, ob die beiden das überlebt haben. Wenn ihr mehr darüber wisst, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich finde da einfach nichts im Internet, außer ein paar komische Videos mit einem Helikopterflug und so weiter. Also ich hoffe wirklich inständig, dass da nichts passiert ist. Ja, so ein Ausritt an die Nordschleife ist nicht zu unterschätzen. Es ist die grüne Hölle. Ich weiß gar nicht, hier sind... Ich glaube, fast so viele gestorben wie im Zweiten Weltkrieg, wenn das hier so weitergeht. Die Senke, die ist irgendwie steiler geworden. Habe ich aber im letzten Video schon bemerkt. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Keine Ahnung. Boah, das war viel zu hart gebremst. Sofort das Heck verloren. Ja, der TT ist bekannt für sein leichtes Heck. Oh, das in der Höhe, ich habe nichts zu lesen mit. Mal ein bisschen plaudern.
schon echt cool gemacht, dass diese ganzen Gebäude auch neben der Strecke erkennbar sind. Devil's Dinner oder wie das Ding da heißt. Ah, die Kurve hat er. Und runter vom Gas. Scheiße. Ja, da ist er. Gut, war jetzt keine saubere Runde. War ja einfach nur mal eine Tour. So, Freunde, das war die Tour in dem neuen Audi TT aus dem Update 1.38. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Lust, mir weiterhin zu folgen. Dann abonniert mich doch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ihr irgendwas über den Unfall wisst am Karfreitag. Und an dieser Stelle wünsche ich euch eine gute Fahrt, bleibt gesund und bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.